So, hallöchen, Popöchen, und ja, herzlich willkommen zurück. Danke fürs Einschalten. Ja, es ist passiert. Da sehen wir's. Ist das? Das hier. Nee. Hä? Welche Platte ist denn das? Da drüben oder hier? Und wieso ist da oben ein Scheinwerfer? Auf jeden Fall, ja. Die Platte ist runtergekommen. Und jetzt müssen wir erstmal hier weg. Hey! Wo seid ihr? Jo. Barrett? Das war doch seine Stimme. Kommt schon! Antwortet mir! Jesse, Wedge und Susan. Wie hieß der andere? Coole Tür. Alter, ey. Ich will nicht wissen, wie da, wie viele da hier sind. Ländchen! Ländchen! Marlene! Biggs! Wedge! Jesse! Wedge, Biggs, genau. So ein Scheiß! Scheiße! Ja! 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 Alter, ich fiel gerade übelst mit, ne? Verdammt. Alter. Marlene. Das ist alles unsere Schuld. Nein, ist es nicht, Tifa. Das ist ein Verbrechen mehr, das auf Shinras Kappe geht. Etwa nicht? Ja. Riesenhand, Alter. Hörst du? Barrett. Marlene geht's gut. Was? Hat Aris doch gesagt. Aris? Das Mädchen, das Sie mitgenommen haben? Ja. Genau. Hm. Und woher weiß sie? Ich hatte sie geschickt, damit sie Marlene rettet. Ist das wahr? Wirklich? Hey! Wo willst du hin? Ist mein Headset kaputt. Komisch. Irgendwie wird das
linke Ohr immer taub. Hallo? Ganz komisch. So, na dann, auf zu Marlene, wa? So, da war nix. Könnte der bequem gerade durchlaufen, ne? Barrett kriegt Probleme, ja. Wie konnte das nur passieren? Sie ist tatsächlich abgestürzt. Ja, hättet ihr sie nicht durchgelassen, wärt ihr jetzt obred, ne? Was sollen wir denn jetzt machen? Helfen, wo wir können. Wir evakuieren weiter. Dass Barrett jetzt nie auf die losgeht? Was sollen wir nur machen? Wann kommt denn endlich Hilfe? Würde mich nie wundern, wenn Shinra dann kommt und sagt, wir helfen euch, wir sind eure Retter. Glaubt natürlich gar keiner, aber... Aufräumen. Und? Verrätst du mir, wo es hingeht? Zu Aeris Haus, in Sektor 5. Wartet Marlene dort? Dort oder nirgendwo. Sag doch einfach ja! Schenk mir etwas Hoffnung! Selbst wenn... wir sie doch nicht dort finden. Tut mir leid, meine Nerven liegen vollkommen blank. Tifa, was weißt du über das alte Volk? Ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Kommt auf den Büchern über den Planeten vor. Das Volk, das diesen Planeten besiedelt hat. Angeblich konnten sie mit ihm reden. Darum haben die Turks also auf Aeris abgesehen. Auch in mir fließt das Blut des alten Volkes. Ich bin der wahre Erbe dieses Planeten. Warst du zu schwach? Die Melodie, Alter. Die ist einfach so geil. Aber der Verlust macht dich stärker. Du willst doch stark sein. Alles okay. Schnell weiter. Schon krass, ne? Das hat doch schon eher angefangen mit den... wie nennt man das am besten? Visionen? Eingebungen? Eine riesige Lücke klafft in der Platte. Ich glaub's nicht. Ja, und er hat die Menschen hier unten unter sich begraben. Ist ja, übel, Alter. Zumindest seht ihr jetzt endlich mal einen Himmel, wa? Was mit dem blöden Headset los? Ein Angriff? Halt! Schleichen wir vorbei. Was machen die Kerle hier? Ihre Arbeit. Du musst jetzt an Marlene denken. Reiß dich zusammen. Ich kann mich wirklich nicht mehr bewegen. Was ist los? Ja? Schrecklich, was passiert ist. Wie ist es hier? Im Vergleich zu Sektor 7 sind wir glimpflich davongekommen. Hier kamen nur ein paar Staubwolken an. Ich will helfen, aber ich will gut vorbereitet sein. Was brauche ich? Okay, jetzt guck ich doch mal. Oh. Ach, was für ein sinnloser Mist. Ah!
Habt ihr sie? Wir suchen immer noch die Häuser nach ihnen ab. Ach ja. Hast du die Person gefunden, die du gesucht hast? Ja, dank dir. Gut. Dann verliere sie nicht noch einmal. Guter Mann. Guter Mann. Ich bin ganz starr vor Schreck. Ach ja, alles klar. Wir haben geschlossen. Ich weiß. Dann passiert. Ja. Ist es wahr, dass Sektor 7 zerstört wurde? Jupp. Das ist es tatsächlich. Jesse war auf dem Pfeiler. Ich meine, ja. Alter. Bix auch. Die beiden waren verwundet und konnten nicht laufen. Lass mich durch! Aber Rich war unten in den Slums. Verstehe. Alter, die linke Seite verabschieden sich ständig. Ich müsste dann gleich mal gucken. Ruhig, Kleiner. Schön ruhig bleiben. Oh. Das war doch gestern auch nicht so. Hä? Wenn das so ein banales Problem ist, was ich selber verursacht habe, weiß ich jetzt schon. Ruhig, Kleiner. Schön ruhig bleiben. Ich muss sie suchen. Ich muss Jesse und die anderen finden. Wie? Das ist im Moment das Einzige, was ich tun kann. Die sind... Cloud, hilfst du mir später bei der Suche? Ja. Die ist nicht mehr viel übrig von denen, ne? Also... Selbst... Also... Was soll da übrig sein, ganz ehrlich? Da ist... eine übelste Menge an was ist das? Ach so, das ist das, alles klar. Na, also, die waren ja unmittelbar dort, wo der Träger halt eingestürzt ist, ne? Da ist nicht mehr viel übrig. Das vergessen. Wenn du die im ein Stück dort rauskriegst, dann Halleluja. Wir müssen noch für Wedge. Das hat vielleicht gekracht. Ob das ein Unfall für Wedge müssen wir noch zu den Kindern vom Helmschenhof. Das hier ist schon Sektor 5, oder? Schnell, bring mich zu Marlene. Ja. Das ist das Randgebiet. Noch ein Stück. Lauf schneller! Heb die Füße an! Gib halt das Tempo vor. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es dort jetzt aussieht. Was? Ruhe! Ich wiederhole. Ist schon hart, oder? Ich meine, ich denke zum Beispiel gerade nur an... Hallo, Cloud! Oh. Schön, dich wohl aufzusehen. Lass uns neue Materia finden, um diese Situation zu überwinden. Analyse hat er.
Oh, das nehmen wir mit. Erstschlag, ach komm, wir haben genug Kohle. Cloud, ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Biu, biu, biu. Oh, die tut's ja sogar schon vorher. Sammeln die Daten. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Der Wahnsinn. Das haben wir schon wieder erst abgeschlossen. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Was ist das diesmal? Oh, Feindes können. War das schon? Nö. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Dieses Headset geht mir gerade richtig auf den Sack. Naja. Muss noch ein bisschen durchhalten. Ach so, was ich sagen wollte. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt gesagt habe. Die haben ja nicht nur die Leute, also ich denke ja gerade mehr oder weniger an die Leute in den Slums, ne, die dort alle gestorben sind, ne? Aber auch die Leute, die auf der Platte gewohnt haben, ne, sind ja auch krepiert. Die hat es halt auch erwischt. Und die haben gar nicht gewusst. Die haben überhaupt nicht gewusst. Ne? Die haben einfach nur so rumgerannt, haben sich ihres Lebens gefreut. War das jetzt im Spiel? Und auf einmal, zack, sackt der Boden weg. Das ist das Haus. Marlene! Peter! Wo ist sie? Wo ist Marlene? Barrett! Mein Name ist Barrett. Marlene ist meine Tochter. Also sie hat kurze Haare und ein Gesicht, so süß wie ein Engel. Ihre Kleidung... Rosa! Heute hatte sie was Rosa an. Die Kleine schläft oben im Bett. Leise, sie schläft! Wollen wir auch hoch? Ich glaube, das würde mich beruhigen. Wehe, ihr weckt mir die Kleine auf. Ja, Mama. Am besten, ihr geht auch nach oben. Ja, dann gehe ich eben hoch. Ich würde bloß schnacken. Marlene, ein Glück. Du lebst. Ach, es ist schön. Aeris ist mit Shinra mitgegangen. Oh nein. Ich hatte Aeris zu Marlene geschickt. Ich war das. Obwohl wir uns kaum kannten, war sie so hilfsbereit. Ich habe sie in Gefahr gebracht. Euch trifft keine Schuld. Früher oder später wäre es ohnehin so gekommen. Wegen ihrer Herkunft, richtig? Hat Aeris dir das erzählt? Dann muss sie dir wirklich vertraut haben. Ja, Aeris ist vom alten Volk. Sie ist die letzte Überlebende. Anders als ich. Ich bin nicht ihre leibliche Mutter. Hm.
Es war vor 15 Jahren. Mein Mann war damals Soldat und an die Front geschickt worden. Er hatte mir in einem Brief geschrieben, dass er mich besuchen kommt. An jenem Tag wollte ich ihn am Bahnhof abholen. Aber ich wartete vergeblich auf meinen Mann. Ich hatte Angst, dass ihm was zugestoßen war. Aber redete mir ein, dass ihm nur der Urlaub gestrichen wurde. Also ging ich jeden Tag zum Bahnhof, um auf ihn zu warten. Und eines Tages traf ich die beiden dort. Ich wusste nicht, ob sie vom Wallmarkt kamen oder ob sie von der Platte in die Slums ziehen mussten. Solche Menschen traf man hier gelegentlich. Bringen Sie Aeris in Sicherheit. Das waren die letzten Worte ihrer Mutter. Ohne meinen Mann war ich genauso alleine wie sie. Darum entschloss ich mich, Aeris mit zu mir nach Hause zu nehmen. Sie lebte sich schnell ein. Wir verstanden uns gut. Die Kleine war so ein Plappermaul. Sie hat mir alles erzählt. Dass sie mit ihrer Mutter aus einer Forschungseinrichtung geflohen war. Und dass die Seele ihrer Mutter zum Planeten zurückgekehrt wäre und sie sie deshalb nicht vermisst. Zurück zum Planeten. Wie es in den Büchern steht. Ich dachte, sie redet Unsinn und korrigierte sie, dass ihre Mutter jetzt im Himmel sei. Doch sie meinte, nein, in diesem Planeten. Ich dachte, sie hätte einfach nur zu viel Fantasie. Mama, du darfst nicht weinen. Das sagte Aeris aus heiterem Himmel. Als ich sie fragte, warum, sagte sie: Der Mensch, auf den du so sehnlich wartest, ist gestorben. Seine Seele war hier, um Abschied zu nehmen. Aber jetzt ist er zum Planeten zurückgekehrt. Ich wollte ihr nicht glauben. Doch dann, nur wenige Tage später, kam der Brief, dass mein Mann im Krieg gefallen sei. Und da wurde mir einiges klar. Trotz allem führten wir ein glückliches Leben. Bis eines Tages... Oh! Jaha! Nein! Geh weg! Aeris? Du bist ein ganz besonderes Kind. In dir fließt das Blut des alten Volks. Ich fragte ihn, was er meinte. Was das alte Volk denn sei. Das alte Volk wird uns zum verheißenen Land führen. Aeris ist der Schlüssel, um den Weg zu öffnen. Manche sagen, es sei nur ein Mythos. Etwas, das Mut machen soll. Doch wir glauben, dass die Schriften wahr sind, alles, was in ihnen steht. Der Shinra-Konzern braucht jetzt unbedingt Aeris Hilfe. Du lügst! Ich bin nicht vom alten Volk! Wirklich, Aeris? Hast du noch nie Stimmen gehört? Obwohl eigentlich niemand da war? Hab ich nicht! Ich ahnte natürlich, dass das nicht stimmte. Denn...
Zu oft wusste Aeris Dinge, die sie gar nicht wissen konnte. Seltsam, dass die Turks Aeris nicht gleich verschleppt haben. Obwohl sie wussten, wo sie ist. Es ist wohl wichtig, dass sie ihnen freiwillig hilft und nicht gezwungen wird. Darum würden sie ihr nie etwas antun. Selbst jetzt, wo sie sie entführt haben. Bestimmt darf sie gehen, sobald Shinra keine Fragen mehr hat. Hoffen wir's. Halt! Wo willst du hin? Wirbel nicht unnötig Staub auf! Wenn ich jetzt auch noch Aeris verliere, hab ich niemanden mehr. Ich bitte dich. Cloud, Aeris Mutter könnte recht haben, dass sie sie gehen lassen, wenn sie haben, was sie wollen. Wollen wir nicht noch abwarten, was passiert? Wir sollten zurück nach Sektor 7. Da wartet auch Arbeit. Und wir müssen noch nach der Bar sehen. Alles klar. Okidoki. Also, wir wissen ja, dass Aeris stirbt, ne? Das wissen wir. Das ist ja sowieso klar. Macht mir keinen unnötigen Ärger. Was? Macht mir keinen unnötigen Ärger. Oh. Ich frage mich bloß, wenn die dann stirbt, können wir dann zurück und ihrer Mutter halt sagen, dass sie tot ist? Oder weiß sie das dann einfach schon? Guck mal, ob ich hier reinkomme. Sorry, ich muss mal deine Zeit mitnehmen. Esper-Talisman, Keine Angst. Papa bringt alles wieder in Ordnung. Keine Angst. Papa bringt alles wieder in Ordnung. Ganz schöne Dampflok, die Kleine. Schöner wäre es gewesen, wenn Cloud jetzt sich dorthin gehockt hätte und gesagt hätte, schön, dass du Sicherheit bist oder sowas. So, so ein bisschen ein paar Gefühle gezeigt hat. So völlig unerwartet, aber hey. Und wir schnüffeln mal rum. Können rein. Wir können raus. Okay. Sieht schon schön aus, ne? Hat zwar jetzt nicht unbedingt Auswirkungen, aber sieht schön aus. Ach so, und wenn du es mal so überlegst, ne? Im Original bist du ja eher von oben so, ne, mittendrin. Hier bist du ja richtig mittendrin, ne? Und auch durch die Filmsequenzen bist du halt mehr im Geschehen etabliert und eingebunden. Bei dem anderen musst du halt lesen und müsst ihr halt mit Fantasie, ne? Natürlich brauchst du Fantasie bei dem. Und denkst dir halt deinen Teil in deiner Fantasie und dann geht das ja halt auch. Hier wirst du halt direkt draufgestoßen und eingebunden und ja, alle erzählen dir, wie es abgeht. Alter, die Waschmaschine dreht schon wieder durch, ey. Ne, was ich sagen wollte, du wirst halt eingebunden. Und musst nicht mehr so viel nachdenken und bist direkt im Geschehen und das merkst du. Das Tor nach Sektor 7 ist verschüttet. Durch die Trümmer kommen wir nicht durch. Was sollen wir tun? Wir nehmen den Tunnel auf dem Spielplatz. Ah, gute Idee. Und wie kommen wir dahin? Gibt noch einen anderen Weg. Weiß ich von Aeris. Echt praktisch, so eine Verbündete vom alten Volk, was? Sorry, ist mir so rausgerutscht. Mein Herz schlägt noch ganz schnell. Richtig doll gewackelt und dann gab es einen Riesenkrach. Selbst wenn er weht, hier kann uns nichts passieren. So, warte mal. Keine Sorge, ich
Ja, klar, das kannst du. Was tun wir, wenn unsere Platte? Okay. Alter, ey. Was macht die? Wo war denn jetzt hier der Eingang? Ach, hier. Ach, ist versch... Alles klar. Kannst so lange suchen, Junge. Das ist was? Wo ist jetzt eigentlich der Eingang? Ach so. Gut. Das hat vielleicht gekracht. Linke. Da drüben. Der Hackfleisch hackende Zerhacker. Oh, ja. Ich komm gleich wieder. Bin wieder da. War gar nicht so lang. Die Waschmaschine hüpft rum, ey, sag ich dir. Ist ja Wahnsinn. Die hat gerade sowas von heftig geschleudert, dass die ja, so dezent gegen die Fliesen gerutscht ist und die ganze Zeit gegen die Wand gehämmert hat. Beim Schleudern. Los, worauf warten wir? Tja. Wir warten auf die nächste Aufnahme, würde ich sagen. Dann, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir rennen wieder durch den Tunnel. Mal sehen, ob er sich verändert hat, ne? Nach der Explosion. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ne, Barrett? Da musst du halt einfach warten. Dann, ciao!